Also, als erstes werden 5 ml ATH in den Behälter mit Schwamm eingespritzt. Dieses ATH sollte anschließend 2 Minuten auf den Schlamm einwirken. Aus Zeitgründen wird aber auf dies nun verzichtet. Nach dem Abmengen wird die Flüssigkeit in das Messbehältnis umgefüllt und mit einem Deckel verschlossen. Anschließend wird eine Sauerstoffsonde in das Behältnis eingefüllt. Nachdem die Sauerstoffsonde eingefüllt wurde, kann auch bereits mit dem Messen begonnen werden.